Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Isle Evrima Video. Ich bin soeben als kleiner Raptor geschlüpft. Oh, ich bin Männchen, wie süß. Ich werde hier schon zu Gruppen eingeladen, das sollte ich vielleicht annehmen. Oh, ich glaube, ich komme nach dem Papa da oben. Ach, wie schön. Ich weiß jetzt leider gar nicht, wie die Eltern heißen, weil ich nicht in deren Gruppe bin. Aber wir sind hier direkt im Chaos geboren worden. Hier ist auch ein Tenonto. Meint ihr, der ist friedlich? Achso, ich sollte vielleicht auch mal Diet schnurren. Geh mal ins Nest und battle mal. Ich will mal zu dem Tenno gehen. Hier ist halt alles. Krokodile, Pteranodons, Chaos pur. Ich glaube, der Tenno gehört aber zu uns. Ist das chaotisch hier? Oha, was geht hier ab? Na, der Tenno und der Baipi verteidigen uns. Wieder so ein seltsames Mixpack. Ich hoffe, das löst sich später noch auf. Ich habe eigentlich keine Lust, hier mit ganz vielen verschiedenen Spezies rumzuchillen. Wäre ganz cool, wenn wir nachher einfach als Raptor-Rudel Jagd machen. Ja, wir werden sehen. Erstmal muss ich das Ganze überleben, weil ich bin halt so winzig. Das kann natürlich hier alles passieren, weil hier halt das Ganze sehr belebt ist. Und wenn hier einmal der falsche Dino hochkommt, ein Pachy oder so, der aggro ist, der kann uns natürlich direkt töten. So, jetzt ist vorbei mit Battlen. Wir sind jetzt groß genug, um selber zu essen. Ich glaube, das ist beim Raptor irgendwie 22% oder so. Aber das heißt, ich sollte jetzt mal riechen und gucken, dass ich vielleicht die eine Diät dann nochmal aufgefüllt kriege gleich mit den zwei Strichen. Aber so wie es jetzt aktuell ist, ist perfekt. Dadurch wachsen wir halt schnell. Und ich glaube, wenn es so bleibt, dann werden wir am nächsten Morgen schon ausgewachsen sein. Oh, es kommen wieder Grows. Das ist ja cool. Ja, dann brauchen wir gar nicht die ganze Zeit jetzt warten. So in 5 Minuten sind wir da komplett ausgewachsen. Oh, die gehen was trinken, so wie es aussieht. Sollte auch hier verschwinden. Oh nein, ein Kano greift uns an.
Gott, ich wurde zweimal gebissen. Ich muss in den Wald. Oh Gott, ich hab da echt, bin nicht gut ausgewichen. Oh, das ist ein Trudon. Die bauen ihr Nest. Ach, wie süß. Ach, cool. Hier sind auch Trudon-Babys. Ne, die greifen mir nicht an. Weiter geht's. Ja, wir sind jetzt leider nur noch zu zweit, weil einige haben uns verlassen, einige sind gestorben. Aber Papa Kiba und ich gehen jetzt Richtung Süden. Und ich hoffe einfach mal, dass wir da neue Raptoren finden. Dass wir wieder ein größeres Rudel werden. Sehen wir uns das erste Mal auch von der Farbe. Sehen schon cool aus. Wir sehen genauso aus wie der Papa. Ah, nicht ganz genauso. Sieht ein bisschen knalliger aus, der Papa. Der hat ein schöneres Rot. Ja, mal gucken, ob wir hier Beute irgendwo finden. Aber eigentlich haben wir gerade keine Futterprobleme, also ist eigentlich alles entspannt. Zwei Raptoren, perfekt. Das ist ja super. Damit erweitern wir unsere Rudel. Oh, Vorsicht! Nein, was macht er da? Der ist draufgesprungen. Lieber rennen. Aua. Ich hab's irgendwie gerade nicht so drauf mit Fighten. Muss mir erstmal wieder warm spielen. Ich entspanne mich erstmal ein bisschen. Ich will jetzt eigentlich nicht sterben gegen die. Und da laufen die beiden Ceras. Ich glaube, die flüchten vor den Kanus. Was ist das denn hier für ein Bergsteigerweg? Den kann ich auch noch gar nicht. Ich hoffe, ich stürze jetzt hier nicht ab. Hat geklappt. Dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich hier nicht gesnackt werde von einem Croc. Ich springe mal lieber hier rüber. Oh, das war schlecht. Das hat mich eher ausgebremst. Ja, ich glaube, die trinken jetzt hier, die Mates. Ich quetsche mich mal in die Mitte, damit ich am safesten. Wie süß wir vier hier alle trinken.
Wenn wir die beiden mit so einem Jump Attack da reinspringen, fliegt man dann weiter? Wahrscheinlich nur minimal, wenn dann. Wodurch ist denn das Croc hier gestorben? Das wäre auf jeden Fall gutes Essen, aber viel zu gefährlich. Bisschen verrücktes Rudel. Zweimal muss reichen. Das ist okay. Ach, Kiba. Okay, komm. Gruppenzwang. Die Mutprobe hier. Wir haben alle Organe jetzt, das ist richtig, richtig gut. Richtig gut, ich bin auch voll. Kann man die nicht anspringen? Ach doch, ich kann die runterdrücken auf den Boden. Das macht natürlich mehr Sinn. Aber es verbraucht so viel Ausdauer. Dass jetzt so sinnvoll war, weiß ich nicht. Aber ein Name ist verloren gegangen. Oh nein! Er ist unter die Map geglitscht. Yay! Na, wir suhlen uns alle. Das ist nicht schön mit der ganzen Familie. Ach, das ist ein Pteranodon. Los, bau mal einen Unfall. Oh. Oh, er hat einen. Sehr schön, der ist down. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie scouten für irgendwas Größeres. Ein bisschen Angst vor. Überlass das mal den anderen. Keiner ist down gegangen. Diese fiesen Pteranodons, was wollen die denn immer von uns?
die hier nesten, oder was? Schon ein bisschen sehr weit weg. Na, die Sonne geht endlich wieder auf. Die lange Nacht ist vorbei. Ah, wie schön das aussieht. Wir sind auch an einem sehr hohen Ort. Bisschen zu steil hier der Berg, aber ansonsten echt schön. Ich kannte den Ort auch noch nicht, aber wir sind auch ganz an der Map-Grenze. Und Stego! Oha! Einfach aus dem Nichts. Wir suchen halt gerade einen Spot, wo wir ein Nest machen können. Da freue ich mich schon drauf. Das habe ich, glaube ich, im Video noch nicht gemacht, nur im Livestream. Und apropos Livestream, ihr könnt gerne meinen Twitch-Kanal folgen. Und wenn ich dann mal live bin, dann könnt ihr auch gerne mal mitspielen bei The Isle. Wo geht's denn jetzt hin? Ist ja richtig hier Bergsteigertour. Einfach runtergeplumpst. Ich hab's geschafft. Ein sehr, sehr komischer Spot. Guck mal, jetzt wird das Nest gebaut. Ich bin zwar kein Elternteil, aber ich bin jetzt einfach der Onkel. Oh, da unten ist ein Stego. Ah, der rennt weg. Oh, Frosty hat einen Krog bei sich. Wir haben noch gar keinen Namen für den Raptor, oder? Dann würde ich sagen, heißt dieser Raptor einfach mal Dandy. Für mich jetzt Onkel Dandy. Oder bald Onkel Dandy. Die müssen ja erstmal ausgebrütet werden. Wie groß das Nest wird. War es jetzt aber, oder? Warum? Doch du? Wunderschön. Aber Eier werden anscheinend noch nicht gelegt. Weiter. Oh, das Nest wird wieder abgerissen, weil Frosty gestorben ist. Na super.
Mann, ist das hier ein Hin und Her. Ein Auf und Ab der Gefühle. Ich denke die ganze Zeit, ich werde Onkel und jetzt sowas. Ach du Schande, was ist das denn für ein Spot? Sehr grausam. Wir haben es geschafft. Auf dem Kanu habe ich gar keinen Bock. Oh, da unten sind richtig viele Stegos. Ja, die anderen der Familie sind noch am Start. Oh, Bock hat gerade was gefangen. War, glaube ich, ein Pteranodon oder so. In der Luft gecatcht. Große Stego-Wanderung. Ein Pachi ist auch da. Den können wir holen. Ja, die Stegos wollen das nicht. Das Gebiet gefällt mir auch gerade nicht zum Kämpfen. Diese Höhenunterschiede. Aber er hat, ich glaube, Bock hat zerlegt. Ich brauche auch dringend was zu essen. Aber ich habe echt Angst vor den Kanus. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh Gott. Da wurde ich aufgespießt. Wow. Oh, das kam ja aus dem Nichts. Das hat man gar nicht gehört, dass der hergelaufen ist. Ah, wie mies. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Falls ja, lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Das würde mich sehr unterstützen. Und jetzt schreibt auch gerne noch in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.